Hallo, hier ist Max Unsereiner mit der ersten Folge unseres Roman-Podcasts Die Klimakiller sind die Reichen. Ich bin schwarz, lesbisch und jüdisch. Gibt's was Schöneres? Mit diesen alles erklärenden Worten hüpfte sie auf den Seminartisch und tanzte mal kurz einen senegalesischen Frauentanz mit wirbelnden Armen und Beinen und ordentlich Hüftschwung. Ihre wild abstehenden braunen Locken flogen um ihren Kopf. Unsere Coaching-Expertin lächelte verhalten. Sie hatte uns eingeladen, nicht schüchtern zu sein. Ihr dürft so viel von euch preisgeben, wie ihr wollt, aber natürlich seid ihr zu nichts gezwungen. Sagt und tut einfach, was euch gerade in den Sinn kommt, ohne euch selbst zu zensurieren. Jetzt war sie etwas überrumpelt, aber sie behielt die Fassung. Willst du noch etwas mehr dazu sagen? Das ist Saba. Es ist eine Feier weiblicher Kraft und Sexualität. Habe ich auf einem Afrika-Workshop gelernt. Wenn du möchtest, könntest du uns deinen Namen sagen, mahnte die Coaching-Expertin sanft. Ja, natürlich kann ich. Vorne heiße ich Sarah Rebecca Bisanguanesa. Hinten ist es enttäuschend. Einfach nur Schmidt. Ihr Schmidt sah klein und fest und rundlich aus in ihren khakifarbenen Cargohosen. In ihrem Gesicht hatten sich Sarah Rebecca und Bisanguanesa nicht ganz einig werden können. Das Ergebnis war interessant, anziehend, wenn man solche Gesichter mochte. Ich mochte es. Sofort. 6 Wochen später klebten wir am Flughafen Altenrhein in der Schweiz auf der Landebahn, um die Ankunft der Superreichen zum Weltwirtschaftsforum in Davos zu sabotieren. In den Händen hielten wir Buchstabenballons, wie man sie für Geburtstagsfeiern und Hochzeiten kaufen kann. In den goldenen Buchstaben spiegelte sich rötlich die aufgehende Sonne. Jeder Buchstabe war 1 Meter hoch, laut Herstellerangabe sogar 101,6 Zentimeter. Die Buchstaben sagten, die Klimakiller sind die Reichen. Für meinen analytischen Blick auf Gesichter kann ich nichts. Das ist bei uns Juden so. Jede Person, die von sich sagt, sie sei jüdisch, sehen wir darauf an, ob sie auch jüdisch aussieht. Sie sehen aber gar nicht jüdisch aus. Es ist ein Verdikt, von dem man nie weiß, ob es aufwertend oder abwertend gemeint ist. Nach meiner Erfahrung sehen die Hälfte der Leute, die sich als jüdisch identifizieren, nicht jüdisch aus. Und von der anderen Hälfte sieht die Hälfte erst dann jüdisch aus, wenn man weiß, dass sie jüdisch sind. Ich zum Beispiel, ich sehe aber gar nicht jüdisch aus. Das ist unter anderem, weil ich auch nur halb bin. Halb Jude, hätte man früher gesagt. Sogar meine Mutter hatte mir gesagt, ich sei halb Jude, weil nur mein Vater Jude war. Ich fühlte mich dabei immer seltsam, weil ich nicht wusste, was die andere Hälfte sein sollte. So wie wenn man ein kürzeres Bein hat, aber man weiß nicht welches. Darum sage ich, wenn ich danach gefragt werde, ich gehe nicht ständig damit hausieren, wenn ich also gefragt werde, dann sage ich, ich bin zur Hälfte nicht Jude. Na, dann weiß doch jeder gleich, was die andere Hälfte ist. Oder glaubt es zu wissen. Unsere Coaching-Expertin hatte erklärt, dass es für das gegenseitige Verständnis wichtig sein könnte, zu wissen, aus welcher intersektionalen Perspektive heraus jemand die Welt erlebte und betrachtete. Ich hüpfte nicht auf den Tisch, um meine Positionalität zu deklarieren. Ich stand nur auf und sagte möglichst trocken, ich bin weiß, männlich und halber Nicht-Jude. Und der Adoptivenkel von einem Turnschuh-Milliardär. Nicht gerade die beste Positionalität, um an einer revolutionären Versammlung teilzunehmen. Weiß und männlich waren schon Schwachpunkte. Das mit dem Turnschuh-Milliardär wog wohl noch etwas schwerer als der weiße Mann. Wenigstens war ich kein alter weißer Mann. Aber Mann war auch deswegen blöd, weil ich damit keine Chancen bei Sarah Rebecca Bisanguanesa haben würde. Eine Lesbe herumkriegen zu wollen, das ist so eine Männerfantasie. So viel war mir klar. Und mir war auch klar, dass allen klar war, dass in dieser Gruppe alle gleichberechtigt seien und sie die Anführerin sein würde.
Das sind so Dinge, die ergeben sich in den ersten Minuten von so einem Treffen. Ach ja, fügte ich noch hinzu, hetero bin ich auch. Und ich heiße Noah Kant und mache meinen Master in Biologie. Meinen zweiten Vornamen verschwieg ich, Lenin. Das wäre jetzt alles zu kompliziert geworden. Und wo siehst du dich klassenmäßig, Rebecca? Fragte ein Junge. Meine Mutter war Sexarbeiterin und mein Vater ist Rechtsanwalt, sagte Sarah Rebecca Bisanguanesa, die jetzt auf dem Tisch saß und mit den Beinen baumelte. Er hat sie dann geheiratet. Sie ist die Weiße. Ich meine, was machst du? Ich bin Mechatronikerin. Momentan bin ich zwischen zwei Jobs. Arbeitslos? Nur sozusagen. Ich habe die Meisterprüfung gemacht und jetzt habe ich einen Vertrag bei einer neuen Firma. Der beginnt aber erst in 2 Monaten. Ich bin Sandy, sagte der Junge. Meine Pronomen sind they, them. Ich studiere experimentelle Physik und meine Mutter arbeitet bei Burger King. Mein Studium finanziere ich als Fahrradbote. Ich bin Carla, sagte ein zartes, blondes Mädchen. Und weiter? Fragte Sandy. Nichts weiter. Wir müssen doch nichts sagen, oder? Nein, nein, natürlich nicht, sagte die Coaching-Expertin. Dann war da noch Nassim, Kind einer palästinensischen Familie aus Berlin, männlich, hetero, arbeitete als Gärtner. Sonja Cho, Korean-American, weiblich, hetero, studierte Soziologie. Und Emine, mit türkischen Wurzeln, weiblich, lesbisch, studierte islamische Theologie. Es waren noch ein paar andere da, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann. Eine Lehrerin, noch eine Lehrerin, eine Filmemacherin, ein Grafiker, eine Psychologiestudentin, eine Schülerin, eine Krankenpflegerin. Einer trug einen Mund-Nasen-Schutz und eine Sonnenbrille und sagte überhaupt nichts. Wahrscheinlich war er ein Bulle. Unsere Coaching-Expertin teilte Post-its und Kugelschreiber aus und malte dann mit rotem Filzstift ein großes Herz auf das Whiteboard. Ich lade euch ein, jeweils 3 Post-its zu nehmen und auf jedes ein Wort zu schreiben, das euch für ein gutes und friedliches Leben bedeutsam erscheint. Dann klebt die Zettel in das Herz und wir wollen dann gemeinsam sehen, was sich ergibt und daran arbeiten. Warum mussten wir Weltverbesserer immer in langweiligen Seminarräumen auf Stapelstühlen sitzen und bunte Zettel auf ein Whiteboard kleben? Die Faschos schmiedeten ihre finsteren Pläne in finsteren verrauchten Kneipen bei finsterem Bier und Wodka. Und das Establishment schmiedete Designen in Country Clubs bei Hummer Bruschette und Chateau Lafite Rothschild Premier Cru. Wie sollte aus bunten Zettelchen auf Whiteboards eine Revolution entstehen? Wo war die Poesie, der Heroismus, das Abenteuer? Wenigstens billiger Rotwein sollte unsere Träume von einer besseren Welt beflügeln. Oder noch besser, Absinth? Dabei vergaß ich, dass ich gar keinen Alkohol trank. Eigentlich hatten wir ja nicht vor, die Regierung zu stürzen. Wir waren einfach nur ein kleiner Haufen von Leuten, denen die Dinge nicht schnell genug gingen. Wir hatten demonstriert, petitioniert, plakatiert. Wir hatten Manifeste geschrieben, Blogs und Podcasts veröffentlicht, um auf die Krise aufmerksam zu machen. Und die Erde wurde weiter mit Treibhausgasen aufgeheizt, Wälder wurden weiter abgeholzt, Meere weiter leergefischt, Land und Wasser mit Plastik zugemüllt, das Eis der Pole schmolz, ganze Inselstaaten versanken im Meer, Stürme und Überschwemmungen zerstörten Ernten und Häuser und töteten Menschen, Waldbrände nahmen zu, in den Städten gab es in den Sommern immer mehr Hitzetote und immer mehr Klimaanlagen. Hört auf die Wissenschaft! Hatten wir gerufen auf 1000 Demos, bei Sitzstreiks, bei Wahlversammlungen von Politikerinnen. Und die Antwort war immer gewesen, ja, aber mit Augenmaß, aber nichts überstürzen, aber zuerst die Ergebnisse gründlich prüfen, aber die zaghaft aufblühende Konjunktur nicht bremsen, aber die Arbeitsplätze nicht in Gefahr bringen. Mit jeder UN-Klimakonferenz stieg der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Fast jedes Jahr hieß es, dass das vergangene Jahr das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war. Und was das Schlimmste war, sie kapierten nicht,
was wir uns als Menschheit am wenigsten leisten konnten. Bei einer der Demos hatte jemand Zettel verteilt mit der Einladung zu einem Aktionstreffen. Und so saßen wir jetzt in einem Seminarraum der Evangelischen Akademie in München und schrieben was auf Zettelchen. Auch einige der Zettelchen waren herzförmig. Die anderen waren Blumen. Als alle ihre Zettelchen in das Herz geklebt hatten und die anderen Zettelchen gelesen hatten, fragte unsere Coaching-Expertin, möchte vielleicht jemand zusammenfassen, ob sich da ein gemeinsamer Zukunftstraum herauskristallisiert? Sie sah sich um. Vielleicht du, Sarah Rebecca? Klar, sagte Sarah Rebecca Bisanguanesa. Wir wollen die Zukunft noch erleben. Damit hatte Sarah Rebecca Bisanguanesa die Zettelchen erledigt. Alle redeten durcheinander und niemand hatte mehr Lust auf Mindmaps, Cluster und Hasse-Diagramme. Das müssen wir den Leuten klar machen, dass es ums Überleben geht. Die meisten sind ja nicht gegen Klimaschutzmaßnahmen, im Gegenteil. Aber sie wissen nicht, wie ernst es ist. Sie werden belogen. Alle reden uns ein, wie viel sie nicht für Klimaschutz machen. 100% Genuss, 0% CO2. Jede Firma hat heute ein klimaneutrales Produkt, hurra! Und 99 klimaschädliche, von denen sie nicht redet. Ein bisschen mehr Klimaschutz, ein bisschen mehr Umweltschutz, ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit, das reicht einfach nicht. Wir brauchen dramatische Änderungen. Wir sollten ein paar SUVs in die Luft sprengen, sagte die zarte blonde Carla. Wir wollen gewaltfrei bleiben. Natürlich, wenn keiner drin sitzt. Trotzdem. Ich möchte an die Untersuchung von Erika Chenoweth aus dem Jahr 2011 erinnern, sagte Nassim der Gärtner, in der sie zeigt, dass gewaltfreie Kampagnen meistens erfolgreicher sind als gewalttätige. Okay, aber wir sollten einmal was gegen die SUVs machen. Wir müssen solche Dinge haben, die sie Parksündern aufs Rad klemmen. Radkrallen, meinst du? Genau, kann man diese Dinger kaufen? Sandy tippte auf Sandys Handy herum. Ja, kann man, 90 Euro das Stück. Man müsste in der Nacht in irgendein Nobelviertel gehen und in einer ganzen Gasse die Autos blockieren, damit das irgendwie auffällt. Man wird nicht so ganz billig werden. SUVs sind scheiße, ließ sich Sarah Rebecca Bisanguanesa vernehmen. Aber noch beschissener sind Privatjets. Besitzer von Privatjets verursachen pro Jahr 200 Mal so viel CO2-Emissionen wie europäische DurchschnittsbürgerInnen. Und so standen wir jetzt da. 28 Leute mit Geburtstagsballons in den Händen und jeweils einen Fuß am Beton festgeklebt. Das war Die Klimakiller sind die Reichen, Folge 1. Bitte vergesst nicht zu liken, zu teilen, schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder wie ihr glaubt, dass es weitergehen wird. Bis zum nächsten Mal.